Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit Monaten gibt es ein Hin und Her in der Regierung, Streitigkeiten, gegenseitige Beschuldigungen, Durchstechereien, und nun soll dieses Gesetz hoppla hopp auf die Tagesordnung kommen. Und Sie versuchen jetzt der Opposition dafür die Schuld zu geben, dass Sie das nicht rechtzeitig gelöst haben. Das können wir nicht akzeptieren, meine Damen und Herren. Sie werden das ja mit Mehrheit jetzt durchsetzen, und darum ist es wichtig, dass wir ein ordentliches Verfahren hier durchführen und dass endlich die Gelegenheit ist, dass auch alle Argumente auf den Tisch kommen des Hauses und nicht aus den Hinterzimmern. Wir als Linke werden Ihnen in der Debatte genau begründen, warum wir wichtige soziale Forderungen stellen. Die Menschen in unserem Land fürchten sich ja inzwischen davor, dass sie dafür Geld ausgeben müssen, was sie nicht haben. Es wird über ältere Menschen gesprochen, von denen alle wissen, dass sie keine Kredite mehr bekommen. Und das muss endlich geklärt werden. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wenn Sie die Tagesordnung jetzt mit Mehrheit ändern, erwarten wir, dass auch unser Antrag zur Abschaffung, und zwar zur vollständigen Abschaffung der Modernisierungsumlage, aufgesetzt wird. Denn viele Mieterinnen und Mieter haben zu Recht die Befürchtung, dass die Kosten auf sie abgewälzt werden und die Mieten steigen und explodieren, insbesondere in den Ballungszentren, aber auch in kleineren Städten. Und das können wir nicht weiterhin hinnehmen. Wir brauchen endlich einen effektiven Mieterschutz. Meine Damen und Herren, wie gesagt, Sie werden das ja jetzt mit Mehrheit durchsetzen. Wir werden unsere Argumente auf den Tisch des Hauses legen, und wir erwarten und verlangen von Ihnen, dass Sie innerhalb der Koalition eine andere Arbeitsweise sich aneignen und nicht in letzter Sekunde uns überrumpeln, uns beschimpfen, weil Sie es nicht hinbekommen haben. So werden Sie kein Vertrauen gewinnen. Vielen Dank.